Und das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Das sieht aus wie eine Arena, in der gleich irgendwas um die Ecke springt. Moment, ich nehme mal schon mal das Gauss-Gewehr. Ja, seien wir mal ehrlich. Ich wette mit euch, die Tür da hinten geht gleich auf. Da kommt irgendwas. Es kam was. Aber nicht das, was ich erwartet habe. Ich dachte eigentlich, dass da was Großes rauskommen würde. Aber nö, es sind ja nur ganz, ganz viele kleine. Also kurzum. Sag mal. Komm mal her. Für dich. Dann darf ich mal das neue Baby. Wow. Geil. Ich glaube, ich bin verliebt. Denn ich habe noch nicht einmal gezielt und habe trotzdem getroffen. Cool. Also die macht wirklich Wumms. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was zum? Okay, ich hab's verstanden. Ah, ouch, mich erwischt. Ich hatte die Hoffnung, dass ich das Ding erwischen würde, aber leider nicht. Und ich vermute mal, wir müssen nach oben. Was ist das? Oh nein. Schon wieder so ein Ding. Was ist das? Das waren Schilde, ne? Gucken wir mal, 25 Schild? Nö. Kein Schild. Was bringt mir das? Keine Ahnung. Da ist ein rotes, da ist ein blaues Portal oder irgend sowas. Und in der Mitte ist ein Herz. Hier ist Vierfachschaden. Vierfachschaden ist gut, muss ich mir merken. Und ich höre doch hier irgendwelche komischen Geräusche. Aua. Aufzug gesperrt. Ja, na, das wundert mich nicht. Ach, guck mal, jetzt verstehe ich das. Ich laufe hier durch und lande da oben. Ah. So ist es gedacht. Na gut. Kettensägen-Muni nehmen wir mit. Da hinten sind noch ein paar Schutzschilde. Die nehmen wir auch mit. Was das ist, weiß ich jetzt nicht. Na gut. Dann bleibt da nichts. Dann werde ich mal... Was nehme ich denn? Ich nehme mal wahrscheinlich wirklich jetzt die Schrotflinte. Und los! Ja. Voll Teufel. Wow. Geht ja gleich toll los. Wenn ich mal ehrlich bin. Ganz super geht das hier gerade los. Mit interessanten Gegnern auf... Wow. Wollte doch gar nicht nach unten. Warum bin ich unten? Okay. Okay, komm her. Was? Okay, dann eben so. Wenn ihr nicht anders wollt, dann eben so. Gab es hier unten nicht gerade noch? Ja, ja, komm. Wow, verdammt. So, den nehmen wir mit. Ich bin gerade ein wenig orientierungslos, gebe ich zu. Ah, das sind die Teile zum Aufladen meiner Spezialwaffe. Verstehe. Hab's verstanden. Was? Und den nehmen wir natürlich so mit. Danke sehr. Okay. Und den... Okay. Aber auch dich hau ich um. Und hier für dich. Nein, 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 nein. Moment, Moment. Das ist mir gerade ein bisschen zu... unübersichtlich. Okay, weg mit dir. Und mit dir. Yeah.
So. Bitte sehr. Du hast auch noch nicht genug, oder? Perfekt. So. Also diese Superwaffe hier, die ist irgendwie richtig cool, wenn man die mal hat. Ich hätte ganz gerne... Boah! Nein! Verdammt! Wo kommen denn die alle her? Das waren gerade zu viele. Dann müssen wir mal improvisieren. Okay, komm her. Für dich. Und auch nochmal. Ah, ich wusste doch, dass es hier noch ein bisschen Money für meine Liebste gibt. Super. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Genau so macht man das. Ja. Ich muss sagen, also mit dieser Superwaffe, da macht das Spiel gleich dreimal so viel Spaß. Auch wenn ich jetzt natürlich zugeben muss, ich habe wieder sämtliche Energie und Waffen verbraucht, die man so hat. Und ich weiß, man soll sich das ja aufheben für schwere Kämpfe. Ich fand jetzt aber gerade den auch nicht gerade einfach, wenn ich mal ehrlich bin. Und ich hoffe, dass ich auch alle... ja, hier. So. Alle Munition und so weiter dann eingesammelt habe, die es hier gab. Denn hier unten war ein... Aufzug. Komm her. Lazarus-Wartungsaufzug trifft ein. Super. Was steht drauf? Kein Dämon. Gefährlich hoch. Oh nee. Nicht schon wieder. Ach Gott, aber wirklich nicht schon wieder. Wow. Wuhu. Na toll. Und jetzt bräuchte ich meine Superwaffe. Ja. Ich muss mal kurz weg. Na, verdammt. Na dann. Oh nö, ich muss jetzt den ganzen Kampf nochmal. Wie ich sehe, muss man den ganzen Kampf nochmal machen. Na gut. Naja, nicht gut. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Okay. Abgeschlossen. Ich weiß. Nichts Neues. Und gleichzeitig auch nicht sonderlich gut. Nun gut. Dann versuche ich es einfach nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den ersten Kampf drin... Ja doch, den werde ich drin lassen. In der Aufzeichnung. Ganz ehrlich, warum soll ich hier mal alles rausschneiden? Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe dann alles da drüben. Ist noch Kettensägen-Muni. Ich werde aber die Kettensägen-Muni bzw. auch die Spezial-Muni so weit wie es geht mal aufsparen. Ich hoffe, dass das dann was wird. Denn da oben haben wir noch vierfach Schaden. Also gut, los geht's.
So. Kommt her. Ich will mit euch feiern. Genau so. Genau das will ich. Oh. Schon vorbei. Mit der vierfachen Muni. Okay. Dann eben doch so. Ich hoffe, dass das funktioniert, was ich hier mache. Erstmal weg. Okay. Denn noch sieht es ganz gut aus. Okay, den haben wir. War hier nicht gerade einer drin? Nein. Aber wir kriegen dich vielleicht gleich klein. So ungefähr, genau. Und hier für dich. Und auch hier wieder mal ein bisschen mehr Konzentration, deswegen sage ich gerade weniger. Na, ich will nämlich nicht zu schnell drauf gehen. Okay, den musste ich jetzt einfach mal machen. Okay, weg. Mir geht es nämlich darum, dass ich hier oben einmal aufräume. Ungefähr so. Okay. Okay. Soweit so gut, denn ich müsste hier oben noch die Spezialaufladeteile für meine Superwaffe haben und damit müsste ich dann so gut wie ausgerüstet sein. Zwei Schuss haben wir, das müsste für die Großen dann reichen, wenn es nur zwei sein sollten. Unter der Voraussetzung allerdings, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig weiß, wenn es natürlich mehr sind, dann habe ich gleich große Probleme. So möchte ich das jetzt mal ausdrücken. Ich bin schon gespannt. So, auf jeden Fall Kettensäge funktioniert. Hier haben wir alles eingesammelt, was da ist. Also eine Kettensäge müsste ich nehmen. Kriege ich nicht mehr, weil ja das alles abgeriegelt wird, oder? Huch. Der ist jetzt überraschend gewesen an der Stelle. Ich mache mal die Waffe für den Fall der Fälle. Gucke mich noch kurz nochmal um. Okay. Na gut, dann will ich mal. Aufzug kommt. Aber nicht nur der. Wo sind sie? Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Ich weiß. Das war einer. Ah, verdammt. Den machen wir mal auf die alltägliche Art und Weise. Oder auch nicht. Genau. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Super. Okay, dann hat nämlich meine Spezialwaffe noch einen Schuss zur Not. Uff, die Kämpfe wären wirklich langsam richtig schwer. Und das war eine bessere Zukunft. Lazarus.
Der Helixstein befindet sich in Olivias Privatlabor. Nur wenige haben ihn je gesehen. Aber wenn du nicht grundlos zu uns gekommen bist, kannst du vielleicht etwas erkennen, was wir übersehen haben. Ich frage mich immer noch, was er meint. Wie meint er das, zu uns gekommen zu sein? Und wo bin ich hier? Hier hat also alles begonnen? Möchte ich hier sein? Und hier gibt's schon mal Heilung. Kein gutes Zeichen. Ja, danke. Die Schaltfläche leuchtet zwar, aber ich kann sie nicht benutzen. Ich höre was. Ich bin knapp an Munition. Verdammt. Na. Es ist kein Zufall, dass wir ihn gefunden haben. Die Dämonen haben seine Rückkehr vorhergesehen. Wenn er aufwacht, könnte er die ganze Mission gefährden. Er ist der Einzige, der es mit ihnen aufnehmen kann. Die sprechen von mir. Was bin ich? Bin ich wirklich dieser Grenzgänger, von dem die Runensteine in der Hölle gesprochen haben? Oder bin ich was anderes? Bin ich nur ein Soldat? Und was haben wir hier? Eine wichtige Nachricht. Gefolgsmann, diese Nachricht wurde in Anerkennung Ihrer Dienste für das Lazarus-Projekt an Sie versandt. Mein Name ist Olivia Price. Ihnen wurde die höchste Freigabestufe erteilt, die es im Lazarus-Projekt gibt. Daher wird von Ihnen erwartet, dass Sie an allen angeordneten Ritualen, Opferungen und Vivisektionen sowohl an Dämonen als auch an Menschen teilnehmen. Ihre Teilnahme kann als behandelndes Personal oder als Patient erfolgen. Vertrauenserweckend. Während wir unermüdlich daran arbeiten, die Tore zur Hölle zu öffnen, denken Sie immer an unser Mantra: Die Wissenschaft wird uns reinigen. Auf unserer kürzlich durchgeführten Expedition zu den großen Steppen wurden mehrere neue Tafeln geborgen, die uns helfen werden, den Helixstein weiter zu entschlüsseln. Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig es ist, dass wir den Stein vollständig entschlüsseln. Laut den Schriften ist er der Schlüssel, um unsere Zukunft wahr werden zu lassen oder uns zu vernichten. Also müssen wir vor dem Feind an die Informationen gelangen. Sie werden kommen und wir müssen bereit sein. Während wir die neuesten Artefakte und Relikte untersuchen, wird es keine Ruhepausen mehr geben. Ebenso wenig wie Urlaub oder Schlaf. Wir müssen Erfolg haben. Unser Leben bedeutet nichts. Es zählt nur, das Tor zu öffnen. Na, das ist ja was. Olivia ist mir gerade sehr sympathisch geworden, besonders wenn man bedenkt, man wird befördert, man denkt an nichts Böses und dann heißt es, hey, pass mal auf, du bist ab heute Patient und wir verwandeln dich in einen Dämon. Ja, nett. Auch wenn man das vielleicht gar nicht möchte. Momentan hat das Spiel so einen leichten Horror-Touch, wenn ich das mal sagen darf. Lazarus-Mitarbeiter, es wird eine offene Diskussion geben, um Fragen und Bedenken wegen der Verwendung von Dämonen als Waffe auszuräumen. Melden Sie sich um 1400 Uhr in der Kapelle. Bitte speichern Sie zuvor Ihren Arbeitsfortschritt. Ich werde da sein und ich werde dann aufräumen. Ganz ehrlich, ich räume sowas von auf. Sollte Ihr Glaube wanken, beeinflussen Sie nicht andere und akzeptieren Sie die Konsequenzen. Ich glaube, es geht bergab. Ja! Autsch. Huh. Hi, für euch. Hey, bleibt doch mal stehen. Ach du meine Güte. Und dich nehmen wir so. Mann. Da kommt man nichts ahnend den Fahrstuhl runter und schon hat man ein paar Dämonen vor der Eingangstür. Sowas. Nein. Moment bitte. Och. Weißt du was? Du nervst mich. Und weg bist du.
sag doch, das Viech hat mich gerade genervt. Ich weiß nicht, ob es intelligent war, weil es der letzte Schuss in unserer Superwaffe war, aber ich habe jetzt zur Not noch die Kettensäge. Ich kann ja noch mit der Kettensäge ran und alles zerkleinern und... Was machen die da unten? Ah, schon wieder so ein komischer Dämonenherz-Dingster-Bumster. Yeah, Munition, endlich. Das hört sich nicht vertrauenserweckend an. Liegst du bequem? Ja, das sollte wohl ein Ja heißen. Naja. Ich weiß ja nicht, ich hätte mir einen besseren Ort zum Schlafen ausgesucht, wenn ich ehrlich bin. Nicht unbedingt zwischen den Türen von zwei... Ja. Von einem Fahrstuhl. Na komm, ich helfe dir mal. Yeah. Was? Moment mal. So habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Hm? Wo kommst du denn her? Das waren alle. Ja, die kamen überraschend aus der Ecke. Aber egal. Wie sieht's mit der Muni aus? Super. Wieder aufgeladen. Weiter geht's. Ja, nicht wirklich weit. Egal. Und ja. So. Weiter geht's. Ich habe noch was zu tun. Eine der wenigen Stellen, wo ich mal kriechen musste. Normalerweise ist man in dem Programm eigentlich gar nicht bemüht, hier vorsichtig vorzugehen. Ja, ja, ich weiß. Für dich. Und nochmal. Ja. Drehst im Kreis. Ah, schon okay. Moment. Waren hier nicht ein paar? Ich habe gerade keine Übersicht, wo ich hin muss. Oder wo hier Gegner sind. Ich muss mich daher mal kurz umsehen. Na, wo bist du? Wo bist du? Komm her, komm her. Ich habe hier was für dich. Oh, verdammt. Das war zu dicht. Da hinten sprang was. Oder nicht? Ah, hi. Wo ist denn der? Der eine, der hier hin und hüpft. Da. Schwer zu sehen. Aber das ist für dich. Ja. Ich glaube, das waren sie alle. Na dann, werde ich mich mal wieder um das Dämonenherz kümmern, was mir gar nicht gefällt. Gibt es hier irgendwie sowas wie ein Schutzschild? Da ist schon mal Tempo Hast. Hast bedeutet aber nichts Gutes. Das kenne ich ja. Na komm, egal. Es kann nur schief gehen. Pfui. Oh, verdammt. Das ist der eine. Ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren, weil ich befürchte, es könnte ein bisschen... Ups, das hat sogar mit einem Schuss gereicht. Das könnte ein bisschen... umfangreicher hier gerade werden. Und den nehmen wir mal mit der Kettensäge. Boah, verdammt. Ich habe gerade keine Übersicht mehr. Wo sind denn die hier alle? Okay, den können wir so mitnehmen. Das haben wir. Was? Kommst du denn her? Ich brauche mal deine Gesundheit. Danke. Verdammt.